Settle. Ah, Sattel, da, Sattel. Paratri. Da ist er nicht drinne. Da ist er. So, Learn and Grum. Dafür brauchen wir alles, mehr oder weniger. Craft, warte mal. Sattel. Ich hoffe, dass der da noch mit. Nee, ist er nicht. Wir brauchen Thatch und Kupfer. Kupfer und Thatch. Kupfer brauchen wir. Oh, wir brauchen noch Kupfer. Leute, ich flipp gleich aus. Ach, das ist der falsche, stimmt. Peter Reh sowieso brauche ich, wa? Hab ich den falschen? Den falschen Sattel. Mist. Den da brauche ich. Oh Gott. Catchy. Da ist er. Mann, bin ich heute verpeilt. Und den kann ich sogar direkterweise bauen. Geil. Den kann ich sogar direkterweise bauen. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Zeug loswerden. Oh Gott, ich bin so verpeilt, liebe Leute, Alter. Na gut, wie lange spiele ich heute schon wieder? 5 Stunden, ne? 5 Stunden am Stück. Wenn man da nicht verpeilt ist, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt machen wir erstmal das ganze wertvolle Zeug hier mal weg. Falls ein Unfall passiert, dass das nicht so teuer wird. Und irgendwann müssen wir dann auch mal sortieren. Ah, jetzt ist Setch hier mal drin und oh Gott. Wir müssen echt mal sortieren. Ich hatte am Anfang so eine schöne Sortierung gehabt, die hat sich jetzt mittlerweile erledigt. Die ist hinüber, die Sortierung, ne? Hier so nochmal Kupfer. Ja, irgendwie muss ich echt nochmal hier sortieren. Holz einmal hier rein. So, dann die Sleepy Arrow. Passt, passt, passt. Armbrust. Kann ich hier so beladen? Tatsächlich 24 Stück, die sind dann soweit drinne. Das ist die hier Teile. Ich weiß nicht, ob ich die da oder da drin haben muss. Wenn wir mal gucken. Dann das rohe Miet. Ich werde das zum Füttern wohl hier reinmachen müssen. Dann machen wir die erstmal hier rein. Die Steine nochmal weg. Die Saplings nochmal weg. Jo, wir sind soweit. Gut. Wo sind die Flugsaurier, wenn man sie braucht? Hätten alle dabei? Ja. Die Flugsaurier. Da hinten ist einer. Kann man Engramme wieder verlernen, beziehungsweise umskillen? Alles kann man ja nicht skillen. Gute Frage, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ah, der ist verfeilt, verfehlt. Oh Gott. Oh, der sleept. Put Food hinein. Was für ein Food braucht denn der? Braucht der auch rohes Fleisch oder braucht der die Beeren? Sag bloß, der braucht die Beeren. Der braucht Fleisch. Warum geht der da nicht rein? Ach so. Okay. So, wie betäube ich den jetzt immer? So, ah, okay.
Ah, und so machen wir ein bisschen mehr Fleisch rein. Ah, okay, okay. Ja. Das Dino-Inventar ist unter den Topo. So. Hallo zusammen, gibt es jetzt eigentlich wirklich eine maximale Anzahl an gezähmten Tieren? Laut in einem Tool ja. Also es gibt ein Tool, über den bin ich so gestoßen, habe ich aber nicht geskillt, anscheinend ja. Aber nur für ein Tribe. Und übrigens schönen guten Tag, Herr oder Frau Katsuta. Ich habe mal die Nullen davor und danach nicht mitgelesen. Ich schätze mal, das ist einfach nur zur Ausschmückung des Namens. Jo. Level 6 Taming läuft. So, was hat er denn schon gegessen? Oh, weiß es nicht. Take all. Ja, wird schon irgendwie klappen. Ja. Jetzt haben wir das typische Warten wie in dem normalen Ark Survival, ne? Ja, genau. Jetzt muss ich echt überlegen. Oh Gott, ey. PS, gib ihn mal Narkosemittel. Habe ich ihn reingepackt? Da ist es drinne. Da ist es drinne. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht wie. Drop-Item sowieso. Remote-Use-Item. Ah, so. Ah, ja, okay. Ja, okay. Remote-Use, stimmt. Wenn man es liest, dann weiß man es. Auch mal de füttern hier. Keine Ahnung, wie voll ist denn der jetzt überhaupt Food? Ja, ist in Ordnung. Ja, ich glaube, er nimmt sich sowieso selber das Fressen raus oder sowas. Ja. Ah ja, okay. Jetzt ist die Betäubung auch wieder oben. Passt. So, das heißt, wir haben gleich unseren Fluxaurier. Namensvorschläge dürfen so langsam vorgegeben werden. Mal gucken, welche Namensvorschläge dann für den Fluxaurier kommen. Ich werde hier irgendwie geschoben. Das ist ja hier Schiebung. Junge! Du hast gleich ein Problem, weißt du das? Oh. Apropos, ich könnte auch mal was trinken. So, passt schon. Genau. So viel dazu. Einfach mal hier meinen kleinen Saurier etwas. Gib ihm mal mehr Fleisch. Können wir machen. So, jetzt hat er Fleisch ohne Ende. Warte mal, wir machen das ja mal sortieren. So rum, warte mal. Ah, es wird hier alles. So, jetzt hat er mal ein bisschen mehr Fleisch. Ich soll den Flugsaurier Liam nennen. Okay, können wir machen. Wenn kein nichts anderes kommt, ich denke, das war auch als erstes da. Eigentlich wollte es ja auch einen Rex eigentlich erst Liam haben. Aber okay, dann machen wir den Flugsaurier erstmal Liam. Können wir gerne machen. Ich glaube, mit der Innensicht ist das ein bisschen besser zu sehen, so ja. Naja, jetzt haben wir schon mal ein Drittel gezähmt. Also ein Drittel ist schon dabei. Färbst du es hier die Animation, dass der so die Sternchen sieht? Ja? Der macht mich da schon wieder sehr nervös. Ja? Schön, dass du da so stehst. So, mal hier mal ein bisschen hier wegmachen. Man weiß ja nie. Nicht, dass die hier auf doofe Ideen kommen, die Saurier. Immer, wie gesagt, habe ich es geschafft, durch den Schwanz hier so aufgegabelt zu werden. PS, Aussprache, Liam. Aha, okay. So, da können wir nochmal eine Betäubung reinziehen. Also, Remote Use, thank you. Passt schon mal. Der ist zwar jetzt nur erstmal Level 6, aber das soll ja eh nochmal hier alles zu Testzwecken sein. Hauptsache dabei, ne? Ja, das ist diese, weißt du, diese 3 Sekunden Berühmtheit, bis der hier dann mir irgendwann aus Versehen stirbt. Da
Was die meisten nicht wissen, mir sterben gerne die Flugsaurier weg. Da könnt ihr gerne mal, falls doch Lucifer nochmal jetzt wieder im Chat ist, weiß ich nicht, mein Moderator. Weil mir damals die Flugsaurier weggenippelt waren. Ach, du grüne Neune. Die armen Flugsaurier. Die brauchen schon eine eigene Gewerkschaft, damit die das überleben, ne? Ja, so Mehlsauropod wäre schon eine coole Nummer, wenn ich den auch hätte. Ach, es gibt so viele schöne Sachen hier. Toll. So, 50%. Es wird langsam spannend. Was mir so richtig geil gefällt, jetzt hier gerade hier, so sieht man es wie dieses Infofenster. Diese schematische Darstellung von den Saurier da selber, das finde ich cool. Das hat so ein bisschen was für Sumerisches, Altägyptisches oder so. Das sieht geil aus. Das sieht einfach nur geil aus. Ne? Das gefällt mir richtig gut. Diese einzelnen Bildchen, also das gefällt mir so richtig. Das ist richtig niedlich, wie der da aussieht. Ne? Mensch, mach mich nicht nervös. Beweg mal deinen Schwanz woanders hin, nicht zu mir hier. Ich habe keinen Bock, auf, dass der mir im Gesicht landet. Na, hau mal ab damit. Nicht, dass das gleiche passiert wie gestern, ne? Weißt du, dann flippe ich aus. Ja, dass die Flugsaurier wegsterben, ist normal. Wir haben in unserer Gruppe um die 5 bis 6 Flugsaurier am Tag verloren. Tja, das kann passieren. XD Trolley. Ja? Das Sterben der Flugsaurier, man kennt's. Ne? So, Taming ist bald durch. Ich würde mal sagen, wir nehmen da nochmal einen Narkotiker rein, einfach, weil wir es haben. Ein Narkotiker, das heißt, das also, wir haben jetzt 3 Narkotiker verbraucht bei denen. Ja, Fressen läuft im Prinzip, das ist eigentlich ganz so. Machen wir ihnen auch mal das andere Fressen da rein, einfach. Ne? Ja. Bin was das Spiel begrifft, noch ziemlich zweigeteilt. Hab Minecraft auch arg beides viel gespielt. Arg immer noch nur, fehlt mir der Pixarg immer noch mehr. Werd's immer mal beobachten, wie das Spiel noch so wird. Ja, generell nicht verkehrt. Dafür ist ja so Twitch oder YouTube echt eine geile Quelle. Junge, geh mir hier nicht auf den Nerv. Lauf hier bitte nicht durch die Kamera. Versuch's mal mit der Drachen. Schluckt, wie viele Agentavisen gestorben sind. Zum Glück haben wir wie Sau gezüchtet. Okay. Wie sehen die Quests aus? Was bekommt man als Belohnung? Da ich die Quest hier noch nicht gelöst habe, die ich da habe, kann ich das nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wo ich so eine Relikt-Treasure-Box finden würde. Keine Ahnung. Obwohl, ich hätte eine Idee, wo der sein könnte. Der könnte da in den Tempel sein. Da war diese Seitentür, da war dieser Zombie und der hatte mich gekillt. Jetzt habe ich aber eine Waffe und eine gute Rüstung. Das heißt, jetzt könnte ich den da machen. Okay, dann werden wir danach einen Flugsaurier mal angucken. Dann gucken wir uns das nach dem Flugsaurier mal an. So, das ist das Meat. Das können wir da nochmal reinpacken. Das ist der Futtermodus da. Jo. Jetzt müsste es gleich soweit sein. Ja, ja, ja. Oder wollen wir nochmal eine Betäubung reinmachen? Ich denke, wir machen da nochmal eine Betäubung rein. Eine geht noch. Die sogenannte Zwangsfütterung. Das sind die grünen Strahlen. Die grünen Strahlen sind die Quest. Das da hinten? Da hinten muss ich hin? Nee, das ist doch hier so ein Dings hier. Hier, wie das da hinten. Da, der oder das, diese. Wie nennt man die Viecher? So, der Name. So richtig geschrieben, ich hoffe mal ja. Guck nochmal im Chat, ob das so richtig ist. Gucken wir nochmal im Chat. Chat-Fenster. Mach mal die Chat-Fenster-Schrift mal größer und größer. Ah, so ist besser. Ja. So, ja, ganz schick. Gut, okay, accept. Hallo und herzlich willkommen, Kleiner.
Warte mal. Equip Saddle to Ride. So. Ach, da unten. Jetzt da drauf. Equip Saddle to Ride. Bin ich blond? Ach, da. So. Und dann mal Ride. Hallo? Okay. Naja, er fliegt ein bisschen langsamer. Er hat nicht diesen kompletten Stillstand, oder? Doch. Okay. Das triggert mich hart. Das hat mich in Ark Survival schon hart getriggert, dass man einfach so still in der Luft schwebt. Warum? Weiß es nicht. Er hat jetzt Übergewicht, der Vogel? Nö, hat er nicht. Da hat man ja die obere Anzeige, das ist der Vogel. Ah ja. Ne, Übergewicht hat der nicht, glücklicherweise. Shift drücken und C, kannst du auch, Shift? Achso, für schneller und C ist für... Oh, geil! Do a barrel roll, do a barrel roll! Ja, do a barrel roll. So, ich werde den mal erstmal parken. Weil ich möchte dann tagsüber gerne hier lang fliegen. Das machen wir dann mal tagsüber. Wie war denn das Landen nochmal? Achtung, Stamina. Ja, ich sehe schon, deshalb will ich ja landen. Mist, wie war denn das nochmal? Er ist Level 6, er kriegt gleich Stamina verpasst. Mist, wie war denn das Landen nochmal? Shift? Nee. Leertaste? Oh, tatsächlich. Es war die Leertaste. So, hier oben ist ein bisschen sicherer. Das heißt, hier kann ich dann auch mal runter. So, Enable Vending. Ich glaube, der steht jetzt, weil er folgt mir nicht, wa? Ich hoffe mal, ja. So, skill mal den mal. Access Inventory. Kann man darauf? Nee. Convert. Oh Gott, wie wandert jetzt hier? Drop all items. Das, drück mal U, ob da was passiert. Das war fürs Pfeifen, wa? Irgendwas passiert da? Jetzt folgt er mir nicht mehr. Okay, gut. Nee, Level Points hat er doch gar keinen. Was erzählt ihr denn da? Der hat doch kein Level. Hat kein Level. So, Futtertrog wollen wir jetzt bald bauen, damit er immer was zum Futtern hat. Futter, Futter, Futtertrog. Gut ist das mal nicht. Boah, wie heißt denn Futtertrog bitte? Futtertrog. Ja, er braucht Level Points. Ja, ja, das ist klar. Er braucht. Wo wir hernehmen, wenn ich stehen, wa? Futtertrog. Patch, bitte alles. Voll. Woodbla sowieso. Ein Bett. Kann nicht sein, dass es erst hier so spät kommt, oder?
Ist das ganze Narkotikzeug. Wurden sowieso. Preserving, Bookshelf. Dodo-Nest. Hat ein Dodo-Nest spawnen? Wie bekloppt ist das denn? Kompost. Nehmen den Schneeball. Ah, da, Feeding Truck. Danke. Ja, stimmt. Feeding hieß das. Feeding, Feeding. Da brauche ich Stein und Wood. Das haben wir alles. Stein und Wood. Danke, danke, danke. Ein bisschen Licht. Stein und Wood. Stein. Und irgendwo hatte ich hier auch noch Wood gehabt. Die Sortierung ist jetzt mittlerweile total vom Arsch. Ja, ein Schluck auf vom Feinsten. Feeding, danke. Craft Item, danke. So. Wenn das ist wie bei Ark Survival, dann wird er sich das einfach automatisch da rausnehmen. Können wir hier vorne packen. Einfach. Oder einfach hier vorne so. Ja, will er nicht so. So. Chest Inventory. Ja, mach mal das hier alle drin. Ich müsste, die Reichweite müsste okay sein. Der hat ja irgendwie so eine gewisse Reichweite gehabt damals. Ich hoffe, dass das auch so ist hier. Dann hat er jetzt erstmal Essen. Da kann er automatisch ja auch XP generieren. Die generieren ja mit der Zeit auch ein bisschen XP. So nach und nach. Da sehen wir ja, dass der Pfeil schon ein bisschen höher ist. Weiß auch gar nicht, ob das Level 15 oben mit. Achso, das war die Feeding Truck. Okay. Gut, das heißt, wir werden jetzt gleich mal in diesen Tempel des Todes. Wir werden gleich in den Tempel des Todes gehen. So. 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 Und dann werden wir im Tempel des Todes erstmal die Narkotiksachen hier ablegen. Joa, passt schon. Gut. Tempel des Todes. Wir kommen. Hashtag wie Indiana Jones. Nur, dass er eine Peitsche hatte und wir haben halt ein Schwert. Das ist der Unterschied. Ne? Okay, das ist ja auch Maya Müller. Ne? Maya Müller kennt du, was kennt Maya Müller du? Ne? So, da ist es der Beetle. Das ist auch nochmal The Beatles. The Beatles scheint harmlos zu sein. Machen wir ein bisschen Licht, damit ich hier ein bisschen was sehe in den Tempel. Dass da noch was weitergeht? Ich bin ja mal buddeln hier. Alter Falter, was sind die hier resistent, die Vieh? Kackikäfer, die machen aus Kacke Dünger. Sehr schön, erstmal haben sie aus mir Mus gemacht. Wir sind jetzt erstmal offiziell die Muskäfer. Was hauen die für eine Oberkante raus? Okay, jetzt wird's lichte. Es wird hell. Und vor allen Dingen, warum haben die mich jetzt auf einmal angegriffen? Die ganze Zeit noch nicht. Was soll das? Die Käfer sind Hardcore. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Ne? Das sind die Hardcore-Käfer. Okay, den haben wir erledigt. Okay, wir haben hier ein Level Up. Oh! Ach so, das ist...
Oh, was ist das alles? Grappling Hook. Electronics. Polymer. Aber es war jetzt keine Relikt. Das war jetzt keine Relikt. Wo ist denn meine Leiche? Ah, da war wohl eh nichts drin, ne? Da ist ein Skorpion hinter, der ist ja super. Open Gate. Eine Mumie. Ah, die Kampfstelle scheint gut zu sein, weil... Ja. Weil da einfach mal zugeht. Da ist nochmal eine Schatztruhe. Oh, das ist hier alles größer oder was? Was ist das? Eine Bone Wand. Take it all. Da können wir jetzt zaubern oder was? Gott. Da kommt eine Ruinenspinne. Gott. Nun bist du gefangen. Tür hinter dir zu, okay? Wo bin ich? Ja. Kriege ich diese Steine nicht aufgekloppt? Hab ich jetzt ja nicht ausprobiert, ne? Okay, die kriege ich nicht aufgekloppt. Take it all. Boah, was hält denn die Spinne aus? Ist ja nicht normal. Naja, zumindest kommen wir da jetzt leichter an unsere Leiche ran. Übel. Wir gucken mal nach, ob das Ding ein bisschen mehr Damage an ihm macht. Aber braucht der Zauberstab irgendwie Magie oder sowas? Oh, take it all. Boah, was hält denn die Spinne aus, bitte? Also langsam fühle ich das so ein bisschen witzlos mit der Spinne. Da lang. Keine Ahnung, ob das, der Zauberstab wirklich so viel Schaden macht. Holen wir erstmal unser Equipment wieder. Access the inventory. Take it all. 8. Warte mal. Das Ding eine Mindestreichweite oder sowas, oder?